Herzlich willkommen aus der Rechtsanwaltskanzlei Eckert Hennig, Sitz und Techner hier in Freiberg, meine Damen und Herren. Ich bin heute verabredet mit Udo Eckert, der ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Es geht heute nochmal um genau dieses Thema. Und zwar, es gibt ja diesen Blitzer, viele von Ihnen, meine Damen und Herren, kennen sicherlich auch an der Bundesautobahn 4, Abfahrt 7 Lane. Welche Vorschriften, welche Regeln gelten da ganz konkret bezüglich des Abstandes zwischen der Abfahrt und dem Blitzer? Da gab es ja einige nicht hundertprozentige Dinge, oder? Ja, na, die Vorschriftenlage ist eigentlich relativ klar. Es gibt eine Verwaltungsvorschrift für das Land Sachsen, die gibt es auch in allen anderen Bundesländern, die sind auch ziemlich ähnlich. Die nennt sich Verwaltungsvorschrift für die Geschwindigkeitsüberwachung, wird unterschieden zwischen stationären und mobilen Geräten, das ist klar. Und bei den stationären gibt es also die Vorschrift, dass ein Abstand des Verkehrszeichens, das die Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit regelt, zu dem Messgerät von mindestens 150 Metern vorliegen muss, in Anführungszeichen muss, weil es natürlich wieder wie immer eine Ausnahmevorschrift gibt. Das heißt für mich, wenn ich jetzt selber recherchiere, hingehe, abmesse und tatsächlich dieser Abstand nicht eingehalten worden ist, ich aber einen Bußgeldbescheid bekommen habe, dann kann ich diesen Bußgeldbescheid anfechten? Auch da kommt es wieder darauf an, wie bei vielen Sachen, die der Jurist zu bearbeiten hat. Grundsätzlich ist ein solches Messergebnis zunächst mal gültig, auch wenn der Abstand nicht eingehalten worden ist. Dann kommt es natürlich auch noch darauf an, warum der Abstand nicht eingehalten worden ist. Das ist diese sogenannte Ausnahmeregelung. Es geht also zum Beispiel bei eingerichteten Verkehrstrichtern, wie das aus der Fahrtrichtung Freiberg nach Siebenlehen der Fall ist. Also wenn erst von der normalen 100 auf der Bundesstraße eine 70 eingeschränkt wird und dann auf die 50 eingeschränkt wird und dann der Blitzer steht, darf dieser Abstand unterschritten werden, diese 150 Meter. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber auch, dass das Verkehrszeichen tatsächlich fehlerhaft ist. Das heißt aber noch nicht automatisch, dass auch der Bußgeldbescheid fehlerhaft ist, weil die Verkehrszeichenanordnung ist die eine Verwaltungsangelegenheit und die Messeinrichtung und das Bußgeldverfahren ist eine andere Angelegenheit, die dann erstmal vom Gericht geklärt werden muss. Dort muss dann notfalls bei Gericht die entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung angefochten werden und dann muss mit der Verwaltungsbehörde geprüft werden, ob das Verkehrszeichen zu Recht an dieser Stelle oder eben fehlerhaft an dieser Stelle steht. Und dann besteht unter Umständen die Möglichkeit, dass der Bußgeldbescheid aufgehoben wird. Aber einfach so ist die Aufhebung nicht möglich. Wenn der Bußgeldbescheid einmal bestandskräftig ist, ist er bestandskräftig und die Behörden weigern sich vehement gegen eine nachträgliche Änderung einer solchen behördlichen bestandskräftigen Entscheidung. Meine Damen und Herren, vielen von Ihnen ist es vielleicht auch schon vorgekommen. Sie fahren einen Ort hinein, normalerweise 50 km/h und kurz danach steht der Blitzer. Wie ist da die Situation? Auch da müssen ja entsprechende Distanzen eingehalten werden, oder? Ja, das ist genau die gleiche Situation wie auch hier an der Autobahnabfahrt. Dort muss eigentlich die Verwaltungsvorschrift eingehalten werden, nämlich die 150 Meter Abstand. Es sei denn, es ist eine besondere Gefahrensituation. Also wenn zum Beispiel gleich nach dem Ortseingang irgendein Kindergarten oder so eine andere Einrichtung positioniert ist, dann ist natürlich die Behörde berechtigt, dort die Geschwindigkeit vor dieser Einrichtung zu messen und nicht erst 100 Meter danach oder 150 Meter. Das ist so eine Ausnahmebestimmung, wo dann also der Abstand verkürzt werden darf. Herr Rechtsanwalt, was empfehlen Sie unseren Zuschauern und Zuschauern ganz konkret in so einem Fall? Also wenn Sie in so eine Situation geraten sind, dann sollten Sie auf alle Fälle diesen Bußgeldbescheid prüfen lassen. Und wenn Sie sich sogar ziemlich sicher sind, dass der Abstand nicht eingehalten ist, dann auf jeden Fall. Denn wenn Sie erst einmal bezahlt haben oder eben der Bußgeldbescheid bestandskräftig ist, dann geht nichts mehr. Also Sie müssen dann möglichst, wenn die Anhörung kommt, sofort zum Anwalt gehen und das prüfen lassen. Zu einem ganz anderen Thema, meine Damen und Herren. Es geht um das Auffahren auf eine Bundesautobahn. Ganz konkret um das Thema Reißverschlussprinzip. Wie ist da die Vorschrift, Herr Rechtsanwalt? Ja, entgegen der ganz üblichen Praxis und der irrigen Annahme der meisten Kraftfahrzeugführer ist die Vorschriftenlage ganz anders als gedacht und praktiziert. Es ist ja üblich heutzutage, dass man auf die Autobahn auffährt und damit rechnet, dass der schon auf der Fahrspur befindliche folgende Verkehr sich rücksichtsvoll verhält und bremst oder möglicherweise sogar auf die Überholspur ausweicht, um einen auffahren zu lassen. Das ist nett und das ist auch sehr in Ordnung und sicherlich auch freundlich von den jeweiligen Verkehrsteilnehmern, aber es ist eben nicht die Vorschriftenlage. Ich darf also auf dieses Verhalten der Folgefahrzeuge auf der Bundesautobahn darf ich also nicht vertrauen, sondern ich bin erforderlichenfalls verpflichtet, auf der Auffahrspur anzuhalten, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, gefahrlos auf die rechte Fahrspur der Bundesautobahn aufzufahren. Und wenn es dort zu irgendwelchen Schwierigkeiten kommt, dann bin ich in jedem Falle der Schuldige, weil ich diese Vorfahrts
Rechte der bereits auf der Autobahn befindlichen Fahrzeuge verletzt habe. Also auf alle Fälle Reißverschlussverfahren, deswegen heißt diese Spur ja auch Beschleunigungsspur, richtig? Dass ich mich einordnen kann in den fließenden Verkehr? Nee, das ist genau der Irrtum. Es gibt eben kein Reißverschlussverfahren bei dieser Beschleunigungsfahrt, um auf die Autobahn aufzufahren, sondern Reißverschlussverfahren heißt ja, dass beide gleichberechtigten Fahrspuren ineinander einfließen, um zum Beispiel bei einer Baustelle eine einspurige Verkehrsregelung zu ermöglichen. Und das ist eben genau bei der Beschleunigungsspur nicht der Fall. Ich habe eben nicht das Recht, mich da zwischen zwei Fahrzeuge in der rechten Bundesautobahnspur einzufädeln, einfach so und dann eben auch die Vorfahrt in Anführungszeichen zu erzwingen oder zu beanspruchen. Es gibt keine Vorfahrtzeit. Ich habe dort, entweder habe ich Platz und kann reinfahren oder ich muss anhalten, wenn es nicht reicht. Mhm. Empfehlen Sie dann unseren Verkehrsteilnehmern, wenn sie jetzt auf dieser normalen Spur sind, zum Beispiel mit Lichthube zu signalisieren, ja, du darfst vor mir rein? Das ist unsicher und das ist in aller Regel auch viel zu kurzfristig, weil die Autos fahren ja nicht mit 20 dort auf der Autobahn, die kommen ja in aller Regel mit 100 und mehr an. Und da nützt so eine Lichthupe sowieso nichts, weil die Auffahrspuren, die Beschleunigungsspuren sind ja auch relativ kurz. Mhm. Also da würde ich mich auch nicht drauf verlassen, das ist zu gefährlich. Okay. Herr Rechtsanwalt, vielen Dank für diese Information. Meine Damen und Herren, haben Sie weitere Fragen zum Thema Verkehrsrecht, dann sind Sie hier bei Rechtsanwalt Udo Eckert mit Sicherheit gut aufgehoben. Haben Sie weitere Fragen zum Thema Recht, dann können Sie die uns gerne zukommen lassen, gerne postalisch an die Brand-Erbesdorfer Adresse am Goldbachtal 4 oder gerne auch per Internet unter info@kanal9-erzgebirge.de.